So, ich hoffe, wir sind wieder zu hören und generell drauf. An sich haben wir ja nichts ausgeschaltet. Sind schon kurz vorm Anpfiff, wieder Anpfiff. Wir sehen unsere Mannschaft schon wieder auf dem Feld und inzwischen hat auch Steven Ruprecht den Weg zu uns gefunden durch das Wirrwarr der Halberstädter Haupttribüne. Vielleicht kurz zu dir, wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, die ersten Minuten waren wir meiner Meinung nach klar besser. Aber die Halberstädter sind immer wieder gefährlich. Über den Georgi oder auch vorne der Beck sollte man nicht unterschätzen. Bisher haben wir es ganz gut gemacht, aber ist jetzt bisher kein Spiel auf hohem Niveau. Ja, was muss besser werden, vielleicht zweite Halbzeit, damit der Sieg noch eingefahren wird? Wir müssen einfach ein Tor machen und am Ende auf der Anzahltafel ein Tor mehr haben wie der Gegner. Wie sieht es aktuell bei dir aus mit der Verletzung? Ja, es geht voran, aber Adduktoren ist immer eine blöde Stelle. Und ich hoffe, dass ich der Mannschaft am Ende nochmal helfen kann, gerade jetzt, wo einer nach dem anderen ausfällt. Und ich denke auch, mein Ausfall schwer ins Gewicht fällt, obwohl die Mannschaft es bisher gut macht. Ich habe zu den Jungs gesagt, Jungs, ihr habt 3 Spiele, 3 Siege, also ihr braucht mich ja nicht mehr. Aber mal im Ernst, ich hoffe, dass ich nochmal ein paar Spiele machen kann, aber es ist eine blöde Stelle und wir hoffen, dass es nicht chronisch wird, dass ich nicht immer wieder ausfalle und abwarten. Aber ich denke, wenn es normal läuft und wir weiter so gut arbeiten in der Reha, dann 2-3 Wochen. Weißt du irgendwas von Patrick, wie es bei ihm aussieht? Weil er jetzt auch gerade bei... Nee, also ich habe mit Patrick am Wochenende nach dem Härtespiel ich ihn gleich gefragt, was los ist. Da meinte er halt nur, dass er eine leichte Zerrung hat und er dachte eigentlich, dass es gegen Halberstadt wieder geht, aber anscheinend ging es dann doch nicht. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch brutal, es geht jetzt hier relativ Schlag auf Schlag. Jetzt haben wir jetzt nochmal die englische Woche und nächste Woche spielen wir auch schon wieder Freitag. Und gut, jetzt müssen wir mal abwarten, dass er bis dahin, spätestens bis Sonntag gegen Plauen wieder dabei ist. Hast du eigentlich selber schon Pläne, vielleicht auch über den Sommer hinaus, dass du sagen kannst, wo es dich hintreibt oder gerade wenn es darum geht, wenn wir hier den Aufstieg packen sollten, der nun wirklich in greifbarer Weite ist, reizt dich Halle auch über die Saison hinaus? Also grundsätzlich habe ich ja erstmal einen Vertrag, der sowohl nächstes Jahr für die Regionalliga als auch für die dritte Liga gilt. Ich persönlich möchte natürlich definitiv nächstes Jahr dritte Liga spielen und ich habe darüber hinaus auch zwar mit dem Manager noch kein Gespräch geführt, weil es auch nicht notwendig ist, wie gesagt, da ich noch Vertrag habe, aber ich habe gesagt, dass ich mich in Halle so weit wohlfühle, dass ich mir sogar vorstellen könnte, wenn wir das Ziel dritte Liga erreichen und eventuell ein Überraschungsjahr spielen wie Chemnitz oder so, dass ich mir vorstellen kann, auch längerfristig in Halle zu bleiben, weil ich mich einfach wohlfühle, weil es vom Umfeld her, klar, gibt es noch Sachen, die ein bisschen auf dem Amateurbereich oder auf dem Amateurniveau sind, aber daran kann man arbeiten und ich sag mal, der Trainer, wir verstehen uns, wir haben ein gutes Verhältnis und von daher, die Nähe nach Hause, nach Berlin ist gegeben und ich fühle mich einfach wirklich sehr, sehr wohl auch mit der Mannschaft und von daher, es ist auch immer eine Sache, ich habe mir mittlerweile wieder einen gewissen Stand in der Mannschaft erarbeitet, das immer wieder von Neuem in irgendeiner anderen Mannschaft zu arbeiten, das dauert und das ist auch relativ schwer und ich fühle mich wohl und von daher könnte ich mir halt auch längerfristig vorstellen zu bleiben. Verfolgst du eigentlich die Heimat noch, gerade Union Berlin? Ja, ich verfolge es schon, aber ich habe, ehrlich gesagt, kenne ich da noch ein paar Jungs, habe nicht mehr so den Draht zu den Jungs und verfolge das und drücke denen die Daumen und ich denke, dass er momentan, jetzt könnte es mal kurz spannend werden, ja. Ah, reicht nicht, dass sie momentan am Limit spielen und ich denke, dass man da die Kirche auch im Dorf lassen sollte, auch in den nächsten 1-2 Jahren sich vielleicht etablieren sollte, vorne langsam immer mehr ranrücken sollte und irgendwann eine Mannschaft auf die Beine stellen sollte, wo man sich nicht übernimmt und dann eventuell mal das Ziel Aufstieg auf die Fahne schreibt. Aber ansonsten, meine Ex-Vereine, klar, bis auf Oberhausen, wo ich jetzt nicht so eine schöne Zeit hatte, verfolge ich meine Ex-Vereine schon. Und ich sag mal, Aalen geht eventuell dieses Jahr hoch. Ingolstadt spielt zweite Liga, also gut, man könnte auch sagen, da wo ich war, war Erfolg. Und wir hoffen mal, dass das mit Halle auch so ist. Kleiner Schmunzler gerade am Rande, weil Bibiana Steinhaus hat Marco Hartmann rausgeschickt, weil er eine weiße Unterhose trug. Der hat er sich eben entledigt vor der Haupttribüne, vor der johlenden Haupttribüne und spielt jetzt quasi ohne Unterhose zu Ende. Ja gut, wer weiß, wer es mehr sehen wollte, die Zuschauer oder Bibiana Steinhaus? Ich wollte gerade sagen, aber Marco ist an festen Händen, oder? Das sollte man ihr vielleicht mal mitteilen. Ja gut, ich glaube sie ja auch, aber... Aber der HFC macht jetzt schon wieder ein bisschen mehr Druck in der zweiten Halbzeit. Ja. Vielleicht noch abschließend, gibt es irgendwie so eine Tendenz, jetzt Marco Hartmann mit ohne Unterhose, kleiner Stoß, aber aus deiner Sicht auch kein Elfmeter. Oh doch, also ich sage, da ist ein Rempler vorne, also man kann das pfeifen, das ist jetzt nicht zwangsläufig ein Elfmeter, den jeder Schiedsrichter pfeift, aber ich sage, man kann ihn geben. Und gerade für uns kann man den auch mal geben, denn ich denke, dass RB Leipzig sich in der gesamten Saison... Ich sage immer, wenn ich vorm Ticker sitze, die bescheißen sich vor Glück, weil so viele Elfmeter, wie die zugesprochen bekommen, ist das einfach Wahnsinn. Und
So viele Elfmeter haben wir nicht zugesprochen bekommen, stehen trotzdem zurecht da oben mit einem Punkt Vorsprung und von daher sollte man das, was die Mannschaft leistet, was wir über die Saison die ganze Zeit leisten, sollte man sehr, sehr hoch anrechnen. Und wenn sie die Elfmeter dann nicht mal reinmachen, ja. Ja, gut, aber man sieht ja, dann bekommen sie halt, also wenn wir jetzt gerade von RB Leipzig sprechen, dann bekommen sie halt eine Woche später direkt den nächsten wieder zugesprochen. Auch wenn das einer war, klar, aber die haben auch schon strittige Elfmeter zugesprochen bekommen. Und ja, wie gesagt, es wird bis zum Ende hin noch spannend. Also du rechnest mit Spannung bis zum letzten Spieltag? Nee, das habe ich nicht gesagt. Aber bis zum Ende, das sind auch noch die nächsten 2-3 Spieltage. Und es wäre schön, und es wäre, glaube ich, eine Demütigung für RB Leipzig, wenn wir am letzten Spieltag in unserem eigenen Stadion eine Riesenparty feiern könnten. Ich sage bewusst könnten. Bei Hochmut kommt vor dem Fall. Und die Spieler von RB, die hochbezahlten Spieler von RB, für uns Spalier stehen müssen und uns zum Drittliga-Aufstieg gratulieren müssten. Aber wenn es am Ende ja zu einem Showdown kommt zwischen RB Leipzig und uns, am Anfang der Saison hätte das jeder unterschrieben. Und von daher, glaube ich, können wir damit dann auch leben. Und dann werden wir sehen, wer reifer ist. Wäre es eigentlich für dich eine Option gewesen, wenn Leipzig bei dir angefragt hätte? Ich meine, haben wir auch Leute wie Markus Hoffmann verpflichtet aus Babelsberg. Wenn RB Leipzig für dich eine Adresse? Letztendlich muss man einfach sagen, dass im Fußball Geld eine Rolle spielt. Und wir spielen Fußball, klar, weil es uns Spaß macht. Einige vielleicht auch, weil sie nichts anderes können. Aber es ist auch wichtig, dass man mit Fußball Geld verdient. Und das ist eine Frage, die sich bei RB Leipzig nicht stellt. Da verdient man, glaube ich, viel Geld. Und übrigens für einen gewissen Preis, klar kann man sich das schon vorstellen, aber jetzt gerade würde ich nicht tauschen wollen, denn RB Leipzig ist eine Mannschaft, da ist Geld und da wird ein Spieler auch mal relativ schnell rasiert. Ich sag mal, gerade Beispiel Markus Hoffmann, den ich nicht gut finde und auch nicht gut sehe, wurde zur Winterpause angepriesen wie der neue Abwehrchef, hat 2 Spiele gemacht, glaube ich, nicht gut und wurde sofort wieder rasiert. Also, und ich sag mal, hier wird einem auch wirklich auch bei 1-2 schlechteren Spielen die Chance gegeben, dich weiterzuentwickeln, zu spielen. Und das ist das Konzept und von daher muss man das immer abwägen, ob da Geld dann so entscheidend ist. Weil du den letzten Spieltag schon angesprochen hast, übrigens kommt jetzt Michael Preuß gegen seinen Ex-Verein ins Spiel. Ja, vielleicht ist das eine Geschichte, die der Fußballer dann immer schreibt und Micha bringt uns heute das entscheidende Tor. Hat er im Hinspiel auch schon ganz gut geklappt, hat er auch gut gespielt? Sehr gut, ja. Weil das letzte Spiel, die letzten Spiele angesprochen hast, hast du vielleicht so eine Tendenz, ab welchem Spiel du wieder dabei sein könntest oder stehst du gegen RB Leipzig auf dem Feld? Ja, da habe ich weiß gar nicht, mit wem ich vorhin darüber schon gesprochen habe. Es ist nochmal, Adduktorenverletzung ist immer sehr, sehr schwierig und man muss aufpassen, dass die nicht chronisch wird, dass man nicht immer wieder damit Probleme hat. Ich hatte mir eigentlich immer erst als Ziel gesetzt St. Pauli zu Hause, aber ich sage, ich gucke einfach von Tag zu Tag. Ich acker wirklich viel in der Reha und schaue, dass ich so schnell wie möglich wieder fit bin. Und wenn es St. Pauli wird, dann freue ich mich. Wenn es erst Meusewitz wird, dann ist es auch so. Und wenn es erst RB wird, ich kann da momentan keine Garantie geben. Und man wird immer so schnell festgenagelt auf dem, was man sagt. Und das möchte ich jetzt momentan nicht. Denn, wie gesagt, einfach mal abwarten. Und wenn ich fit bin, dann stehe ich so schnell wie möglich wieder auf dem Acker, um den Jungs Beine zu machen und den Jungs zu helfen. Okay, das nehmen wir mal ein Schlusswort. Ecke für den HFC. Leider übers Tor geköpft. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Genau. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die große Analyse hier der aktuellen Saison und hoffe, wir sehen hier noch einen Auswärtssieg und noch viel Spaß beim Spiel. Alles klar, danke für den Abend.